So, YouTube. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir haben ein bisschen was noch am Dach geschafft. Ich habe das Inventar geleert. Wir haben Essen und Trinken dabei. Sind auch, glaube ich, recht voll, was Essen und Trinken angeht. 91, Nahrung 56. Da haben wir aber zweimal dabei. Oh. Na? Manchmal will er hier nicht richtig runter. Und ich würde jetzt mal die Billow-Variante nehmen, oder? Hä? Okay. Ich glaube, ich kann... Nee, das geht nicht. Ist auch gut so. Wir wollten zu dem Haus, was hinter uns ist, irgendwo. Das sehen wir ja immer. Und hier hat der Zombie doch gewütet. Das können wir zumindest reparieren. Die sollten wir auch nochmal reparieren. Obwohl ein einzelnes Haus, nicht, das kostet Zeit. Wir gehen in die Stadt. Das macht viel, viel mehr Sinn. Einzelne Häuser können wir nach Tag 10 machen. Und ich habe ja gesagt, wir machen jetzt immer halben Tag. Oh, die Kamera ruckelt jetzt, sobald das Spiel läuft. Wow. Ach, diese Elgato-Kamera. Ich habe eben schon erzählt, Elgato-Kameras, holt sie euch nicht. Die sind nicht zuverlässig. Die sind wirklich ganz schlimm teilweise. Weiß nicht, warum die einfach ein Problem hat. Okay. Wartet. Wir machen es einfach anders. Wo ist sie? Ich habe einfach zu viele Zehen als Streamer. So. Und dann schwenken wir auf die Kamera um. Das ist nämlich die native und nicht die virtuelle. Die virtuelle... Oh, er ist es. Macht noch mehr Probleme. Dafür hat die hier keinen Autofokus. Wäre halt schön, wenn das möglich wäre, aber... Man kann ja auch nicht alles verlangen. Ich weiß sowieso nicht, auch der Face-Tracker von OBS hat neuerdings Probleme und hört einfach auf zu funktionieren und zoomt einfach irgendwo hin. So, ein Dreivierteljahr hat er ohne Probleme funktioniert, keine Updates, auf einmal funktioniert er nicht mehr. Oh. Mal gucken, ich kann gucken, ob der jetzt mit den neuen OBS-Updates funktioniert, weil ich doch gerne mich nach hinten lehne, nach rechts, links, nicht? Ich bin so ein bisschen, ja, unkonventionell. Ich finde zum Beispiel auch Stühle mit Lehne, Armlehnen total ungeil. Also, ich bin gar kein Fan von Armlehnen. Ich bin auch... gerade in den Oberschenkeln so breit, wenn ich in so Meetings gehe. Und da sind so eine Business-Stühle. Ich setze mich, ich komme da nicht rein manchmal einfach. Ich bin nicht dick unbedingt. Also ich bin jetzt auch noch nicht schlank. Aber meine Oberschenkel sind einfach so, ja, muskulös, möchte ich sagen. Dass ich da einfach gegenpresse. Und das ist einfach super unangenehm. Ich kann mich dann auf nichts anderes konzentrieren als so ein scheiß Stuhl. Ich will hier raus. Zum Glück kommt das selten vor. Aber ist auf jeden Fall super, super nervig. Solche Stühle. Und ich habe halt ein... Ja, ja. Mit einer flachen Sitzfläche. Und kann da auch so ein bisschen Schneidersitz drauf machen. Und mich mal nach links lehnen, mal nach rechts lehnen, ohne irgendwo anzuecken. Gefällt mir halt wesentlich besser. Und ich muss sagen, dafür, dass ich so viel am Rechner sitze, habe ich auch null Schmerzen im Rücken oder irgendwas. Also andere jaulen ja schon mit 20 rum, mein Rücken. Ich habe so viel am Rechner gesessen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Ich glaube, es geht wirklich darum, wie man am Rechner sitzt. Und ein bisschen so bewegen, nicht? Mal nach hier, mal nach da, hinten, vorne. Und nicht so starr sitzen, das ist genauso unangenehm. Also ich kann nur empfehlen, auch mal einen Schneidersitz machen, wenn es möglich ist. Aber diese Gaming-Stühle zum Beispiel sind ein absoluter... oh shit, wir sind zu nördlich gelaufen. Absoluter Pain, finde ich. Die sind überteuert und... Ja. Haben kaum Mehrwert. Thank you.
Warum so dramatisch die Musik? Lass sie doch kreischen. Ah, da kommt der Besuch. Ja, ich suche auf jeden Fall noch einen tollen Stuhl, auf dem man sitzen kann. Ohne Lehnen, ohne irgendwie Becken, Nacken, Nieren, irgendeine Scheiße. Ich hatte meinen Gaming-Stuhl oder auch auf Arbeit ergonomische Stühle. Also ich kann da nicht drauf sitzen. Also wer einen guten Stuhl hat, ab in die Kommentare. Ich meine, wenn der Stuhl wirklich gut ist, habe ich auch kein Problem damit, Geld auszugeben. Aber meistens sind die Stühle unnötig überteuert. So. Schnelles Holz. Wichtig und richtig. Ich dachte, der ist hier hinter der Tür. Wo ist der denn? Also da drin ist auf jeden Fall Fat Party. Ey. Oh ja, eine Bandage. Die haben sogar einen Swimmingpool. Das Problem ist, wenn die da schon jetzt so... Da ist einer. Ich muss immerhin nur hinter mir aufpassen. Nicht, dass da irgendwas ist. Boah, da ist noch einer. Ah, verdammt. Ja, sag mal. Geht doch. Jetzt ist irgendwie rausgekommen. Na. Oh oh. Und hallo Lytro! Gerade ungünstige Situation. Willkommen, willkommen, willkommen. Uff. Wir sind hier gerade mitten in der Action. Zurücklehnen und zugucken, wie wir überleben. Oh. Essen und trinken. Sehr gut. Er ist halt gerade eine kritische Situation. Du guckst das erste Mal am PC zu. Oha. Ich habe ja so ein bisschen rausgehört, ist nicht dein Spiel. Ja, ist halt ein Special Interest, nicht? Muss man mögen oder nicht mögen. Okay. Bücher sind auf jeden Fall gut. Die lernen wir mal kurz. Ich kann schon verstehen, warum man das Spiel nicht mag. Ich würde auch gern den Blutgrad weiter runterdrehen. Ist aber gar nicht so leicht.
glaube, das geht sogar gar nicht. Weiß nicht, ob es so einen Pazifisten-Modus gibt. Ich habe hier jetzt zumindest nichts gesehen in den Einstellungen. Boah, das ist ja riesig. Aber es sind ja nur Zombies. Schreckliche Zombies. Die aussehen wie ich. Am Tag der Herr. Hallo? Sag mal. Jetzt bleiben Sie doch mal stehen, ruhig. So. Auch andere müssen die Toilette benutzen. Mann. Gibt das Klo einfach nicht frei für die anderen. Das nennt sich Freund. Das Spiel verbraucht auf jeden Fall 100% Aufmerksamkeit, gerade wenn man in so einem Gebäude ist. Okay. Okay, da geht's nur hier hin. Ist ja echt eine riesige Villa. Da geht's auch nur da raus. Ah, das, wenn man von unten kommt. Scheiße, wen habe ich denn jetzt wieder geweckt? Wir verstecken uns mal. Oh oh. Oh oh. Ich wollte nicht da rein. Wasser ist gefährlich. Oh, da klettert auch noch einer. Das sind echt viele. Und noch ein richtig harter. Oh, ich bin schon wieder reingefallen. Sag mal. Hallo? Warum kann ich denn nicht? Ich komme hier nicht raus. Das ist echt merkwürdig. Okay. Das ist blöd. Ich komme hier nicht raus. Naja, gut. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also beim ersten Mal bin ich irgendwie rausgekommen, aber er hing immer. Und dann war's das. Und springen ging auch nicht und ich konnte mich auch gar nicht bewegen, so. Wäre ich nicht ins Wasser gefallen, hätte ich überlebt. Ja, das ist Kacka. Ich habe alles verloren. Oh. Shit. Ich habe aber nicht eingestellt, dass ich alles verliere. Ah, das ist doof. Jetzt müssen wir einmal noch mal komplett durchs Haus, nicht? Jetzt muss ich ins Wasser. Okay. Jetzt haben wir aber eine bessere Ausgangssituation. Und nicht im Pool fallen wieder. Und irgendwie treffe ich die auch nicht. Also irgendwas ist mit denen los. Das ist nervig hier. Ich gehe. Nee, das ist mir zu blöd. Treffe ich den? Sag mal, was ist denn los? Geht doch. Meine Fresse. Ich habe bestimmt jetzt 40 Pfeile gerade in den paar Sekunden verschwendet. Und nicht einmal getroffen.
Oh, ich mache mir mal hier einen Safe-Durchgang. Komm mal her, hilf mir mal. Gib es ja janisch. Wow, die kann man denn auf einmal durch? Ich dachte, die Tür muss erst da scheppern. Die ist aber auch echt hartnäckig. Sind die feral oder irgendwas? Nee, das sind doch ganz normale Zombies. Warum sind die so extrem nervig? Na, sag mal. Boah, ey, man, ich muss doch mindestens das... Ich schieß auf drei Zombies und schieß die einzige Pixellücke an, wenn ich mal so genau irgendeinen Gegner treffen würde. Dann wäre ich froh. Neun Uhr. Boah. Ja, ja, entschuldigen Sie, ich kann mich nicht um Sie kümmern. Ich habe schon eine Party. Oh, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Oh Mann, der läuft auch immer denn so, dass ich... Jetzt geht der Pfeil auch noch durch. Also, das Spiel hat auf jeden Fall manchmal ein Problem mit der Hitbox. Das hat auf jeden Fall Pfeile gekostet. Wo sind sie denn? Also merken wir uns auf jeden Fall, Pool ist tödlich. Wir gehen nie wieder in die Nähe eines Pools. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die so gut schwimmen können. Jetzt schwitze ich auf jeden Fall. Aber ein Tod muss ja sein, nicht? So, die Tür ist zumindest offen. Da haben wir auch noch ein paar Kollegen, die ich auch nicht treffe, weil sie... Wirklich. Sag mal. In der Sekunde, wo ich loslasse, bewegen die sich so einen Millimeter nach links oder rechts und dann... Schweine. Boah. Als ob sie es sehen können. Och, jetzt habe ich zwischen beide durchgeschossen. Also gerade ist nicht mein Tag. Ich glaube, ich bin mit dem linken Fuß in dem Spiel gerade auf. Meine Fresse. Okay. Merken wir uns, der Hinterhof von diesem Ding war echt gefährlich. Aber... Vielleicht sind jetzt alle tot endlich in dem Haus. Okay. Das war echt... eine Horrorhütte. Uff. Hier liegt ja noch mehr Holz. Da sind noch ein paar. Aber draußen anscheinend.
Oh Leute, das war was. Ich kann heute nicht gut schlafen, das erzähle ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal. Eigentlich viel zu aufregend für mich, so eine Spiele. Ich weiß, die meisten so, oh, so ein Pipi-Kram. Ich finde das schon mega creepy. Hier waren wir, nicht? Das war die Küche. Hier sind wir rein. Ich wollte eigentlich auch nur für die Küche rein. Und habe mir jetzt noch einen Tod eingehandelt. Zum Glück haben wir den schon wieder ausgeglichen, den Verlust. Es lag da. Steine, auch wichtig. Hier oben waren wir noch nicht. Du Scheiße. Da sind auf jeden Fall auch welche drin. Oh oh. Bogen kaputt. Reparieren. So. Ach du Scheiße. Wo, wie kann sie denn da runterkommen? Sie ist einfach einen anderen Weg lang gegangen. Sag mal. Ich habe auch kein Zielwasser getrunken heute. Sage mal. 100 Pfeile einfach in den Boden gejagt. Jetzt reicht's mir mit dir und deinem Baukumpels. Ihr habt nichts erreicht. Ihr habt nichts gebaut heute. Ihr habt nur gefaulenzt. So, irgendwann ist auch mal Schluss. Meine Güte. So. Alter. Wo kommen die denn auf einmal alle her hier immer? Auf einmal kommen hier 30 Zombies. Ich habe doch schon 30 getötet. Was lebt denn in diesem Haus? Ist ja unsagbar. Ja, ich habe ihn schon zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Alter, wie viel die auch einstecken. Okay, das Haus ist auf jeden Fall aber krass, was den Loot da angeht. Wow. Auf einmal beschleunigen die so. Ich habe die extra auf langsam gestellt, weil ich damit null umgehen kann. Alter. Okay, das Haus ist schon echt heftig. Wie viele Sterne hatten das? 3. Alter, dann will ich nie in ein 5-Dings gehen. Verdammt. Hier muss man echt aufpassen, dass nicht von hinten einer kommt. Hier gibt es irgendwie 40 Wege in dem Haus. Wow. Es regnet Zombies. Alter, habe ich mich erschreckt. Das ist ja... Das ist das erste Mal richtig heftig. Ich meine, der Hund war heute schon... Also im anderen Spielstand, das war so entspannt. Da hatte ich sowas nie. Gut, ich bin aber auch nicht in Level 4 Häuser gegangen.
Hä? Die sind alle respawned, kann das sein? Sind doch die gleichen, die wir schon getötet haben. Die ich jetzt nicht treffe. Ja, die sind alle respawned. Okay. Das ist natürlich klasse. Er ist tot. Die rennen alle. Das ist so übel. Und von da können die auch runter, nicht? Oh, verdammt. Verdammt. Die zappeln immer so. Mein Gott. Ist jetzt immer gut? Ich glaube, ich habe in so kurzer Zeit noch nie so viele Zombies auf einmal getötet. Also außer in der Horde-Nacht. Die ist ja dagegen entspannt. Wo war denn jetzt die Treppe hoch? Ich habe komplett die Übersicht verloren. Ah, hier. Sieht alles so gleich aus. Guten... Wenn der Loot jetzt dafür nicht gut ist, drehe ich durch. Also der muss ja gigantisch sein. Okay. Ah, hier, das ist das, wo die runterfallen. Hinter irgendeinem Bild ist sicher auch noch was versteckt. Wir gehen auf Nummer sicher. Oh Mann. Nee, benutzen. Ich hatte schon wieder jemanden klopfen, oder? Wegen sie ein bisschen dreckig Wasser. Ah, da oben. Da kam die auch nochmal her. Ah. Truhe verschlossen. Aber drei Kisten, das ist schon geil. Uff. Aber 13,49, das hat den halben Tag gekostet, das eine Haus. Ein Blaubeerkuchen. Wie viel Hunger hat er denn jetzt nach dem Tod? 20. Ich würde nämlich das hier, Nahrung, Gesundheit, mal trinken, damit wir Platz kriegen. Wir können noch Pfeile machen. Kriegen wir noch einen Platz mehr? Wir brauchen die Pfeile auch. Ich habe fast 100 Pfeile hier verdaddelt. Wow. Wow. Eine Level 1 Schaufel und Axt. Dafür. Oh. Also der Loot war wirklich unterirdisch. Ich habe auch keinen Dietrich mit, nicht? Ne?
Also, sorry, aber das war mehr als enttäuschend jetzt. Oh, dafür mache ich den Fernseher noch kaputt. Oh. Ja, okay, von hier sind die mal gekommen. Merken wir uns auf jeden Fall, in dieses Haus werde ich nie wieder reingehen. Oha. Üfterle, Üfterle, Üfterle. So, habe ich überhaupt noch Platz? Ja. So, wo liegt unser Haus? Da. Und dann danach zur Kiste laufen. Ah, die liegt in den Bergen. Ah, das schaffen wir heute nicht mehr. Das müssen wir am nächsten Tag machen. Aber es liegt auch genau in die falsche Richtung. Aber wir können das beim Sammeln von Sachen machen. Wenn wir Holz sammeln und Co. Oh Mann, war das aufregend. Ich frage mich immer, gewöhnt man sich an sowas? Na, ich nicht. Ich habe auf jeden Fall Adrenalin für ein ganzes Jahr gewonnen. Und wie ich einfach null getroffen habe. Als ob ich Lack gesoffen habe. Oh, aber jetzt haben wir eine ruhigere Phase, nicht wahr? Sehr gut. Eieiei. Eieiei. Das bringt uns auf jeden Fall in die... ins Pfeildefizit. Boah, wirklich. Och, sage mal, was ist denn los mit mir? Das kann doch schon nicht mehr Zufall sein. Was nicht. Achso, weil wir so viel tragen, nicht? Gut, bringen wir es erst weg. 300 Meter soll der weg sein? Kann ich gar nicht glauben. Aber 5 Wasser, immerhin 5 Wasser. Oh Mann. Und wir haben ein Hühnchen oder so haben wir gerupft, nicht? Das ist doch unser Haus, oder? Nee, das ist nicht unser Haus. Oh. Wo ist denn unser Haus? Südlich. Upsi. Sorry, Leute. Hab mich im Haus geirrt. Eieieiei. Also ich würde sagen, das war doch eine sehr spannende Folge mal. Und ich hoffe, in der nächsten Folge bin ich wieder ein bisschen auf dem Damm. Und treffe wieder besser. Auf jeden Fall werden die Zombies, glaube ich, schon deutlich aggressiver und stärker. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bis gleich.